muss ich leider in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, für die Anwendung einer Technologie in der Marktwirtschaft ist der Wirkungsgrad bedeutungslos. Da interessiert nur eine Zahl und das sind die Kosten. Genau, Am Ende interessiert ja. mich eine Zahl, wenn ich eine Solaranlage mit einer Carnot-Batterie kopple und dann hinten grundlastfähigen Strom erzeuge, wie viel Cent pro Kilowattstunde kostet dieser Strom? Und wenn ich mit einem grottenschlechten Wirkungsgrad einen sensationell wettbewerbsfähigen Strom erzeuge, dann wird sich kein Mensch dafür interessieren, ob diese Carnot-Batterie 35, 47 oder 68% Wirkungsgrad hatte. Liebe Freunde des Energiegesprächs, heute bin ich nochmals bei Professor Dr. André Tess. Er ist an der Uni Stuttgart, Professor zum Thema Energiespeicher. Wir werden uns also einige Fragen in dem Bereich Energiespeicherung, Technologien und auch thermodynamische Aspekte genauer anschauen und zum Schluss dann noch einiges aus der Politik. Ich habe seine Biografie schon das letzte Mal vorgestellt. Man findet sie in den Show Notes. Er kommt ursprünglich aus Petersburg, hat in Dresden studiert und gearbeitet und ist hier seit vielen Jahren auch in Stuttgart. Die erste Frage, die ich dir heute stelle, ist: Was denkst du, war deine bisher wichtigste Arbeit, die du da im Bereich der Thermodynamik gemacht hast, wo du sagst, das war wirklich ein schönes Ergebnis, dass wir ein Stück weitergekommen? Gibt es sowas? Meine wichtigste Arbeit auf dem Gebiet der Thermodynamik war die Berechnung des theoretischen Wirkungsgrades einer Carnot-Batterie. Noch bevor ich nach Stuttgart gekommen bin, hatte ich mich begonnen, mit der Frage zu beschäftigen, wie kann man große Mengen an elektrischer Energie in einer sogenannten Carnot-Batterie speichern. Eine Carnot-Batterie ist ein System, da verwandelt man elektrische Energie aus fluktuierenden Quellen in Wärme. Man speichert diese Wärme in großen Wärmespeichern, flüssiges Salz, heiße Steine. Und anschließend transformiert man diese Wärme wieder zurück in elektrische Energie. Und die wichtigen Fragen, die dann stehen, erstens, wie groß ist der Wirkungsgrad, wenn ich eine Kilowattstunde reinstecke, wie viele Kilowattstunden bekomme ich wieder raus? Und zweitens, wie viel kostet mich dieser Speicher? Und noch vor meinem Wechsel an die Universität Stuttgart hatte ich in einer theoretischen Arbeit den Wirkungsgrad dieser Technologie Carnot-Batterie ausgerechnet und eben nachgewiesen, dass mit wachsender Temperatur die Speichereffizienz, der Speicherwirkungsgrad anwächst. Dieses Paper wurde dann viel zitiert, wird auch heute noch viel zitiert. Und das Paper hat auch noch eine kleine Anekdote in sich drin. Ich hatte in dem Paper einen kleinen Fehler drin, der ist aber dann korrigiert worden. Lange Rede, kurzer Sinn. Das war aus meiner Sicht aus den letzten Jahren mein wichtigster wissenschaftlicher Beitrag. Wenn ich das noch ergänzen darf, diese Speichertechnologie hatte bis vor einiger Zeit einen verhältnismäßig drögen technischen Namen, die hieß auf Englisch Pumped Heat Electricity Storage oder auf Deutsch hieß die Strom, Wärme, Strom, Speicherung. Da kann sich kein Politiker was drunter vorstellen. Meine wichtigste Erkenntnis im Bereich der Public Relation war, dass man diesem Kind irgendeinen neuen Namen geben muss. Und meine Erfindung war dann tatsächlich der Begriff Carnot-Batterie. Carnot ist der Begründer der Thermodynamik vor 200 Jahren. Was eine Batterie ist, weiß auch jeder. Und seither ist dieser Begriff von mir eingeführt worden, hat sich mittlerweile weltweit verbreitet. Ob meine wissenschaftlichen Beiträge zur Carnot-Batterie tragfähig sind, das wird die Zukunft zeigen. Aber mein Beitrag zur öffentlichen Kommunikation, der hat sich heute schon als sehr hilfreich erwiesen. Ja, das ist natürlich tatsächlich wichtig. Also ein guter Name für ein Produkt oder für eine Technologie ist natürlich wirklich sensationell wichtig. Also da ist ja auch die Solarzelle oder was wir an Begriffen haben, da ist oft das Wort sehr glücklich gewählt. Und bei manchen Sachen ist es vielleicht auch nicht so glücklich gewählt. Und da kommen wir genau zu dem Punkt der Wirkungsgrade. Und das würde ich ja gerne mal ein bisschen genauer anschauen. Diese Carnot hat ja vor, ja, 100, 200 Jahren sind es fast, festgestellt, dass man nicht beliebig gut Wärme in mechanische Energie umwandeln kann, beziehungsweise auch die andere Richtung. Das heißt, wir haben so Geräte wie eine Dampfmaschine, die man damals schon hatte. Da war ja immer das Rätsel, wie kann man die eigentlich besser hinkriegen? Was sind denn da wirklich die entscheidenden Faktoren, dass man in diesen sogenannten Carnot-Prozess, wo man sozusagen Wärme umwandelt in Mechanik und dann in Elektrik,
dass man da weiterkommt, dass man gute Wirkungsgrade kriegt. Dieses Thema passt gut in das Jahr 2024. Ah, ja. Vor genau 200 Jahren hat der Vater der Thermodynamik, Sadi Carnot, sich mit dem Wirkungsgrad von Dampfmaschinen befasst und diesen berühmten Carnot'schen Wirkungsgrad hergeleitet. Er hat also gezeigt, wenn Sie eine Megawattstunde Wärme auf einer Temperatur von 400 Grad haben, wie viel Prozent dieser Wärme können Sie maximal in Arbeit, also in mechanische Arbeit verwandeln? Und Carnot hat eben gezeigt, dass diese Wirkungsgrade eine universelle Funktion sind, eigentlich nur von zwei Temperaturen. Wie hoch ist die Temperatur der Wärmequelle? Mhm. Wie hoch ist die Temperatur der Wärmesenke? Und die entstehende Formel ist so einfach, dass man sie sogar in einem Interview in Worten fassen kann. Man kann sagen, Wirkungsgrad ist gleich 1 minus das Verhältnis der niedrigen Temperatur in Kelvin zur hohen Temperatur in Kelvin, und das war's. Das ja, war und das ist wirklich, fast so was wie EMC-Quadrat. Wirklich so eine ganz kompakte Sache. Eins wäre der perfekte Wirkungsgrad, und jetzt ziehe ich eine Zahl ab und die muss ich schauen, dass ich möglichst klein kriege, die ich da abziehe. Aber ich habe die zwei Temperaturdifferenzen und ich will eine möglichst hohe Temperaturdifferenz haben. Also je heißer der Prozess, umso mehr Wirkungsgrad kann ich rausholen. Ich habe bei dem Interview mit dem Brasseur gelernt, dass das Clou eigentlich von unseren Motoren ist, dass die unheimlich hohe Verbrennungstemperatur haben. Also mehrere tausend Grad. Und also wenn ich jetzt einen Dieselmotor habe oder einen Benzinmotor. Und der Clou ist, dass die Wände dann nicht berührt werden und dass die Wände nicht zerstört werden bei der Temperatur, weil sie so blitzartig abkühlt da drinnen. Und das Entscheidende ist eigentlich nur dieser erste Moment. Jetzt, wenn man eine Batterie hat, dann muss die ja lange halten. Das heißt, diese Wärme muss ich aufbewahren. Wie mache ich denn das? Wie kann ich denn eine Temperatur, eine hohe Temperatur, die ich will, lange aufbewahren? Was ist der Ansatz? Zunächst muss man sagen, du hattest gefragt, wie kann man die Wirkungsgrade möglichst hoch gestalten? Der Wirkungsgrad wird dann hoch, wenn ich wenig Verluste durch Wärmeabfluss habe und wenig innere Reibung in den Maschinen. Mhm. Ja. Das kann ich schaffen, wenn die Maschinen sehr groß sind. Deswegen bauen man heute auch sehr große Gasturbinen und große Dampfturbinen. Das sind also die Voraussetzungen, unter denen man einen guten Wirkungsgrad hat. Bei der Energiespeicherung ist die Situation ein klein wenig komplizierter. Wir müssen zwei Wirkungsgrade maximieren. Wir müssen bei der Umwandlung von elektrischer Energie in thermische Energie eine möglichst hohe Leistungszahl erzeugen. Ja, das heißt, ich erzeuge bereits die Wärme nicht einfach mit einem Heizdraht, sondern es auch im Prinzip mit einer Wärmepumpe. Ich kann sie entweder mit einem Tauchsieder oder mit einer Wärmepumpe erzeugen. Mhm. Ich muss in jedem Fall schauen, dass ich aus einer Kilowattstunde Strom möglichst viel Kilowattstunden Wärme bekomme. Das heißt, ich muss erstmal die Wärmepumpen oder Heizsysteme effizient auslegen und anschließend muss ich diese Wärme wieder zurücktransformieren in Strom. Und da muss ich wiederum darauf achten, große Turbinen, große Anlagen, damit man eben geringe Reibungsverluste hat. Die Situation bei der Carnot-Batterie ist etwas komplizierter als beim reinen Kohle- oder Solarkraftwerk. Und zwar deshalb, weil auf den ersten Blick eine Erhöhung der Temperatur für die Carnot-Batterie weder gut noch schlecht ist. Sie ist einerseits gut, weil ich bei der Umwandlung von Wärme nach Strom einen höheren Wirkungsgrad habe. Ach so, ja. Mhm. Wenn ich die Temperatur allerdings erhöhe, habe ich einen schlechteren Wirkungsgrad bei der Wärmepumpe. Es entsteht also eine Situation, wo man zwischen zwei Stühlen sitzt. Und wenn man fragt, welcher Einfluss ist stärker, dann stellt sich unterm Strich tatsächlich heraus, je höher man mit der Temperatur geht, desto größer wird auch der Wirkungsgrad. Aber das ist eben ein relativ schwacher Effekt. Man möchte also idealerweise oder man arbeitet idealerweise mit Flüssigsalzspeichern, mit denen man Wärme auf einem Temperaturniveau bis etwa 560 Grad speichern kann. Dann kann man einerseits den Heizprozess effizient gestalten, man kann den Wärmekraftprozess effizient gestalten. Und die aktuellen industriellen Demonstrationsvorhaben, die drehen sich tatsächlich um Wärmespeicherung in flüssigen Salzen, in Salzschmelzen. Salze, da kennen wir das Kochsalz. Ist das das richtige Salz oder was nimmt man für Salze? Das Kochsalz wäre zwar kostengünstig, hat aber eine relativ hohe Schmelztemperatur. Man arbeitet in diesen Anwendungen mit einer Mischung aus Kaliumnitrat und Natriumnitrat. Das sind Salze, die im Wesentlichen
so etwas wie Düngemittel sind. Dieses sogenannte Solarsalz hat eine Schmelztemperatur von 220 Grad und lässt sich bis zu einer Temperatur von etwa 560 Grad stabil einsetzen. Sie haben also dann einen Bereich zwischen 220 oder 250 Grad und 550, in dem Sie das Salz erwärmen und abkühlen können. Und ansonsten verhält sich dieses Salz wie eine Flüssigkeit, fast wie Kaffee oder Wasser. Es ist aber eben gefährlich und es ist chemisch insofern aggressiv, als dass es einen Stahlmantel angreifen kann. Okay, da kommt dann natürlich, dann haben wir ja mal sozusagen das Medium, das wäre jetzt in dem Fall das Salz, und wir haben aber natürlich auch das Gehäuse, in dem wir das Ganze aufbewahren müssen. Ja. Und das macht uns auch oft Kummer. Es macht uns Kummer, dass sich das Salz oberhalb einer bestimmten Temperatur chemisch zersetzt. Es macht uns weiterhin Kummer, dass dieses Salz nach einer bestimmten Zeit die Wandmaterialien angreift. Und wenn man diese Wandmaterialien aus teureren Materialien baut, dann wird natürlich der ganze Prozess teurer. Man muss also immer einen Kompromiss aus guten thermodynamischen Eigenschaften und preiswerten Werkstoffen finden. Und das ist nun mal das Schicksal des Thermodynamikers. Das hat schon Newcomen beim Bau der ersten Dampfmaschine, genau. 1712. Das hat später James Watt gesehen und das sehen wir heute auch. Thermodynamik und Werkstoffkunde hängen sehr eng miteinander zusammen. Genau, das ist eigentlich eine sehr, sehr interessante Geschichte, dass man sozusagen auf der Physikseite eine sehr gute Vorstellung hat, was da optimal ist. Haben wir ja gerade diese Optimierungsformel oder den Wirkungsgrad von der Maschine im Idealfall, muss man immer sagen, das ist der Idealfall. Alle Realfälle sind immer schlechter wie der Idealfall, das muss man auch sagen. Sie werden dann nicht besser. Und man muss vielleicht auch klar machen, dass dieser thermodynamische Wirkungsgrad, der ist physikalisch wirklich hart vorgegeben. Also dann den können wir nicht eben vorbei. Das ist eine kompliziertere Herleitung, aber das ist eben tatsächlich so, der gilt, dieser Carnot'sche Wirkungsgrad, dieser maximale Wirkungsgrad. Und dann kommen diese Fragen der technischen Umsetzung. In der technischen Umsetzung haben wir seit Newcom, also 1712 oder wann der seine erste Dampfmaschine gebaut hat, bis heute natürlich immer noch Eisen, Stahl in verschiedenen Formen im Einsatz. Ist man hier auch wieder in der Seite, dass man Stahl benutzt? Nimmt man Edelstähle oder geht man mit Glas? Oder was sind Materialien, die sich hier als geeignet darstellen? Es gibt bei den thermodynamischen Maschinen, Dampfturbinen, Gasturbinen und auch Speicher, dramatische Fortschritte in puncto Materialien. Bei den Wärmespeicherbehältern reden wir über Apparate, Behälter mit einem Durchmesser von 30 Metern und einer Höhe von 20 Metern, so ähnlich wie ein früheres Gasometer. Da arbeitet man mit konventionellen Stählen. Für bestimmte Einsätze muss man Edelstahl verwenden, aber man versucht sich dort mit preiswerten Stellen zu behelfen. Es ist in jedem Fall richtig zu sagen, dass die Fortschritte in der Thermodynamik immer sehr stark daran gekoppelt sind, preiswerte und stabile Materialien zu entwickeln. Und je besser diese Materialien werden, desto höher wird der thermodynamische Wirkungsgrad. Also diese Materialverbesserungen, das sind einfach Erforschen der Mikrostruktur. Man weiß eben, Beimengungen letztendlich diese guten Stahlsorten ergeben. Das ist eigentlich die hohe Kunst. Es ist eine Erforschung der Mikrostruktur und ihrer Wechselwirkung mit dem thermodynamischen Arbeitsmedium. Die Materialien für eine Gasturbine im Flugzeugantrieb müssen mit der Brennkammer, mit den Abgasen wechselwirken. Die Materialien eines Wärmespeichers müssen mit den Salzschmelzen wechselwirken und jede einzelne thermodynamische Anwendung hat ihre eigenen Besonderheiten und erfordert dann auch spezielle Materialien. Haben wir eine große Frage ist, haben wir überhaupt genug Material? Also bei den normalen Batterien, da streitet man sich um die Menge des Lithiums oder was man dann noch an Kobalt und sonstigen kritischen Elementen sieht. Ist hier eine Restriktion durch Materialien gegeben oder sagt man, also Kalium klingt ja nach harmlos, hat man hier auch so Limitierungen? Die Materialien Kaliumnitrat, Natriumnitrat sind Materialien, die im Zuge der Herstellung von Düngemitteln weltweit im Umfang von Millionen Tonnen hergestellt werden. Das heißt, wenn es nur um die Verfügbarkeit von Kaliumnitrat und Natriumnitrat, also von Salzen, geht, dann ist diese Verfügbarkeit zu einem
vernünftigen Preis kein Problem. Ich muss aber generell sagen, dass ich als Thermodynamiker oder Physiker einerseits und als ökonomisch interessierter Marktwirtschaftler auf die Frage der Verfügbarkeit unterschiedliche Antworten geben würde. Physikalisch gesehen ist die Verfügbarkeit jedes Materials auf der Erde endlich, das ist völlig klar. Ökonomisch gesehen ist die Verfügbarkeit jedes Materials unendlich. Je mehr Material ich brauche, desto höher steigt der Preis. Dann entstehen Anreize, um mit diesem Material sparsam umzugehen. Und insofern sind ökonomisch gesehen die Reichweite aller Materialien unendlich. Ein interessantes Phänomen, ja, was ich selbst erst kürzlich verstanden habe. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich meine, wir haben tatsächlich so Lithium, Uran oder was auch immer das im Moment gehandelt wird, sind Rohstoffe, die in großen Mengen sind. Ich habe mal irgendwann in einem Blogbeitrag geschrieben, unter jedem Wohngrundstück sind 10 Kilo Gold. Man muss sie halt nur fördern. Das ist natürlich ein mühsamer Pfad, aber theoretisch könnte ich also unter jedem Wohngrundstück 10 Kilo Gold rausholen, wenn man die Konzentration da nimmt. Insofern ist man natürlich da immer von wirtschaftlichen Randbedingungen. Aber es ist natürlich immer gut, wenn man Materialien nimmt, die sozusagen schon aus anderen Gründen genutzt werden. Das hat die Evolution eigentlich auch fast immer so gemacht. Irgendwas, was man eh schon benutzt, für was anderes verwenden, was dann aber einen ganz neuen Einsatz hat. Das wäre jetzt in dem Fall mit Kaliumnitrat. Klingt ein bisschen nah beim Sprengstoff. Sie haben schon gesagt, es ist gefährlich. Kaliumnitrat und Natriumnitrat gemischt und geschmolzen besitzen keinerlei Brandgefahr. Die einzige Gefahr, die bestehen kann, wenn die Temperatur über längere Zeit absinkt, dann kann dieses Material erstarren. Dann müssen Sie es im schlimmsten Fall bergmännisch aus dem Behälter entfernen. Das ist aber bei allen. Es gibt diese Speicher ungefähr in 50 Ausführungen in solarthermischen Kraftwerken schon heute. Und es gibt da durchaus kleinere Probleme, aber das Einfrieren von Flüssigsalz hat bei keinem dieser existierenden Wärmespeicher in den existierenden Solarkraftwerken jemals zu einem Problem geführt. Das ist ein sehr sicheres Material und es gibt da auch keine Brandgefahr. Also okay, wir sind also tatsächlich mit Materialien versorgt, die sicher sind, etwas weniger leicht brennen wie eine Batterie, oder sie brennen eigentlich überhaupt nicht, weil sie einfach in einem Salz sind. Und Salze sind ja normalerweise stabile Verbindungen, die nicht eben mal sich da aufbrechen. Gehen wir mal in der Thermodynamik ein paar Schritte weiter. Also wir haben jetzt zum einen also diesen Wirkungsgrad kennengelernt bei der Wärmekraftmaschine, beziehungsweise auch umgekehrt bei der Wärmepumpe. Da habe ich ja genau den gleichen Effekt, nur umgedreht. Ich muss schauen, möglichst wenig zu erwärmen, dann habe ich einen tollen Wirkungsgrad. Jetzt haben wir ja mit Wärmepumpen ja viel gehört in letzter Zeit. Ich bin da immer ein bisschen überrascht über die relativ kleinen Wirkungsgrade von Wärmepumpen, oder täuscht das? Faktor 3, wenn man denkt, ich möchte irgendwas von 20 Grad auf 40 oder 50 erhöhen, dann ist das eigentlich, müsste eigentlich theoretisch fast ein Wirkungsgrad von 10 rauskommen. Ist das ein Irrtum, wenn man da so kurz hinguckt? Ich würde sagen, sowohl die Wärmepumpen als auch die Kältemaschinen für die konventionellen Anwendungen sind sehr gut entwickelt und man hat die Reserven für den Wirkungsgrad schon recht gut ausgeschöpft. Dass die Wirkungsgrade bei der Anwendung von Wärmepumpen in Häusern bei den Werten liegen, die du gerade genannt hattest, das hängt unter anderem auch damit zusammen, dass diese Wärmepumpen über das ganze Jahr arbeiten und besonders in kalten Zeiten, wo die Temperaturdifferenz zwischen der Außenluft und der zu beheizenden Luft relativ groß wird, dann gehen die Wirkungsgrade dieser Wärmepumpen in die Knie. Ich würde sogar fast sagen, da ist der Leistungsfaktor 3 schon relativ optimistisch gerechnet. Was ich immer interessant finde, es wird immer viel über die Wirkungsgrade oder Leistungszahlen dieser Wärmepumpen gesprochen. Ich habe mit mehreren Experten im Bereich Gebäudeenergetik gesprochen. Obwohl unsere ganze Welt hochdigitalisiert ist, gibt es interessanterweise bis heute keine systematische Untersuchung, wo man eine große Zahl, ich rede von mehreren hundert oder mehreren tausend von Einfamilienhäusern unter allen möglichen Bedingungen mit Messfühlern ausgestattet hätte, um mal die tatsächlichen Wirkungsgrade einer großen Kohorte von Wärmepumpen zu identifizieren. Das hat man bis heute nicht gemacht. Ja. Es gibt Studien, da hat man 20 Häuser, 30 Häuser genommen. Das ist aber gemessen an dem, was heute machbar ist,
relativ wenig und ich staune darüber, dass also niemand sich bereit gefunden hat, mal eine wirklich große Kohortenstudie von Wärmepumpen im Hausgebrauch zu machen. Mich würden jedenfalls diese Zahlen mal sehr interessieren. Ich glaube, sie liegen deutlich unter 3. Ja, das ist eine wirklich wichtige Forschungsfrage, weil ich meine, das ist ein zentraler Punkt, wenn wir die ganzen Gebäudebestand Deutschlands mit neuen thermodynamischen Verfahren, also mit einer Wärmepumpe beheizen wollen, dann ist eine Abschätzung des Energieverbrauchs, der dabei entsteht, ja kritisch genau an der Stelle. Das heißt, also man müsste wirklich ein Forschungsprogramm auflegen, wo man ja mal ein paar tausend Häuser vertratet, um die Daten, die teilweise wahrscheinlich schon fast abgreifbar sind, weil die haben ja heute auch eine ganz intelligente Steuerung auf diese Systeme. Das ist ein wirklich interessanter Punkt. Vielleicht will man da bestimmte Sachen auch gar nicht so genau wissen. Das kommt natürlich auch vor. Also wir haben jetzt die Wirkungsgrade von Wärmepumpen, wir haben die von diesen Kanobatterien. Wo liegen denn dann die praktisch erreichten Wirkungsgrade in diesen Kanobatterien? Wenn du heute eine Kanobatterie aufbaust mit vorhandener Hardware, mit vorhandenen Elektroheizern, in Klammern Tauchsieder, mit vorhandenen Wärmespeichertürmen, mit vorhandenen Dampfturbinen, dann landet man bei einem relativ kleinen Wirkungsgrad in der Größenordnung von 35%. Okay. Das ist heute noch zu wenig. Ja. Und das ist für die großskalige Anwendung noch nicht genug. Wenn du alle Innovationen zusammenrechnest, die in der Community als machbar angesehen werden, also keine spektakulären, keine sensationellen Neuentwicklungen, keine Zeitschleifen, keine Dinge, die es heute noch nicht gibt, dann geht die Fachwelt davon aus, dass man diesen Wirkungsgrad ungefähr verdoppeln könnte. Man könnte von 35% durch Optimierung, also Ersatz des Tauchsieders durch eine Wärmepumpe, Ersatz der Dampfturbine durch eine Gasturbine, könnte man von 35% auf 70% hochkommen. Und dann ist man in Bereichen, in denen das Ganze durchaus interessant ist. Jetzt muss ich leider etwas thermodynamische Nestbeschmutzung machen. Als Thermodynamiker bin ich absolut sicher und überzeugt, dass der Wirkungsgrad die zentrale Arbeitsgröße für den Ingenieur ist. Als Marktwirtschaftler und als politisch denkender Bürger muss ich leider in aller Klarheit und Deutlichkeit sagen, für die Anwendung einer Technologie in der Marktwirtschaft ist der Wirkungsgrad bedeutungslos. Da interessiert nur eine Zahl und das sind die Kosten. Genau. Am Ende interessiert mich eine Zahl, wenn ich eine Solaranlage mit einer Carnot-Batterie kopple und dann hinten grundlastfähigen Strom erzeuge, wie viel Cent pro Kilowattstunde kostet dieser Strom? Und wenn ich mit einem grottenschlechten Wirkungsgrad einen sensationell wettbewerbsfähigen Strom erzeuge, dann wird sich kein Mensch dafür interessieren, ob diese Carnot-Batterie 35, 47 oder 68% Wirkungsgrad hat. Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil da komme ich nämlich zu meinem nächsten Thema, das ist die Photovoltaik. Ja. Da hat man ja beobachtet, also wir haben mit dem Professor Weber, der das ISE-Institut leitet, ja auch ein Gespräch geführt. Da ging es um die Frage, das ISE hat ja unglaublich viel Ingenieur und physikalische Intelligenz reingesteckt, um den Wirkungsgrad von Photovoltaik nach oben zu treiben. Das sind, glaube ich, im Moment sind fast immer Rekordhalter, also ab und zu knipsen die Japaner oder die Kalifornier oder was dagegen, aber es ist tatsächlich so, dass hier in Deutschland extrem gute Wirkungsgrade erzielt wurden mit Triple-Zellen und was es da nicht alles gibt. Aber die Solarzellen werden in China produziert mit einem, sagen wir mal, moderaten Wirkungsgrad. Wir haben heute Wirkungsgrade, die knapp über 20% liegen und es ist halt geschickt, wenn ich auf mein Dach eine Solarzelle baue, mit einem, die einfach billig ist. Also das heißt jetzt würde mich mal interessieren, Photovoltaik, Wirkungsgrad, 20% klingt ja noch schlechter, über 35. Warum kann man damit leben? Aus den Wirtschaftsgründen? Wenn die Kilowattstunde elektrische Energie aus einem photovoltaischen Kraftwerk, egal ob nun in Deutschland oder in Namibia, wenn diese elektrische Energie aus diesem Photovoltaikkraftwerk einen wettbewerbsfähigen Preis hat, dann würde ich mich als Physiker oder als Thermodynamiker weniger dafür interessieren, wie groß der Wirkungsgrad ist. Dann zählt für mich halt nur der Preis. Leider sind die
Stromangebote einer Solarzelle naturgemäß fluktuierend. Nachts ja. gibt es keine Sonne. Aber wenn es nur um die Einsätze in einem marktwirtschaftlichen System geht, dann spielt auch der Wirkungsgrad der Solarzelle keine Rolle. Was am Ende zählt, sind die Kosten pro Kilowattstunde erzeugten Strom aus dieser Photovoltaik. Genau, ja. Also das heißt also bei der Photovoltaik, vielleicht mal ganz kurz, weil ich finde das thermodynamisch immer interessant, eine Photovoltaikzelle, wo liegt da der theoretische Wirkungsgrad? Gehen wir mal weg von den Materialien. Und ich persönlich bin immer der Meinung, man müsste theoretisch Solarzellen, wenn man jetzt den normalen thermodynamischen Wirkungsgrad nimmt, sehr nahe an 100% rankriegen, weil diese Photonen, die da von der Sonne kommen, die sind ja sozusagen in einem Prozess entstanden, der, sage ich mal grob gesagt, bei 5000 Kelvin liegt. Und hier auf der Erde haben wir so eine Temperatur 300 Kelvin, nehmen wir mal einen groben Wert her. Und dann müsste ich ja hier einen Wirkungsgrad haben, der wirklich extrem hoch ist. Also thermodynamisch wäre das denkbar wahrscheinlich. Thermodynamisch würde wahrscheinlich schon Sadie Carnot die Feststellung gemacht haben, wir haben zwei Systeme, wir haben die Energiequelle, die Sonne. Mhm. Nehmen wir mal die runde Zahl 5000 Kelvin. Wir haben eine Energiesenke, das ist die Erdatmosphäre. Mhm. Ich rechne immer gerne in runden Zahlen, bei denen ja. man im Kopf dividieren kann. Nehmen wir mal an die Sonne 5000 Kelvin, nehmen wir mal an die Erde 500 Kelvin. Ja. Und nehmen wir mal an, wir machen jetzt Kopfrechnen im Interview. Eta ja. ist gleich 1 minus Tc durch Th. Dann kommen wir 1 minus 500 durch 5000, das ist ein Zehntel. Und da kommt raus, wenn ich die Sonne und die Erde als Teile einer Carnot-Maschine betrachte, dann komme ich problemlos auf 90%. Ja, ja, genau. Leider kann ich die Sonne nicht mit einer Dampfturbine oder Dampfmaschine direkt anzapfen. Ja. Ich muss gegebenenfalls den Weg über die Photovoltaikzelle gehen oder ich muss ein solarthermisches Kraftwerk bauen. Und dann sind wir eben leider bei Temperaturen, die liegen etwas unter 5000 Grad, weil es keine Materialien ja. gibt, die das aushalten. Und dann kommen wir eben wieder in die Regionen, 30%, die dann beim solarthermischen Kraftwerk realisiert werden. Also das ist die Wirkungsgrad von Photovoltaik. Es gibt einen anderen Wirkungsgrad, der im Moment auch immer heftig diskutiert wird, das ist Windkraftwerke. Auch da gibt es einen Grenzwirkungsgrad. Die Betzsche, glaube ich, die Zahl oder was? Dass die Betzsche Formel. Betzsche Formel. Betzsche Formel heißt das Ding ja richtig. Die uns auch sagt, ein Windkraftwerk, obwohl es jetzt eine mechanische Anlage ist und mechanische Anlagen eigentlich tendieren zu diesem 100% Wirkungsgrad, also etwas wie das ein ganz kleines Epsilon, ist es bei Wind tatsächlich so, dass man nicht 100% rausholt. Ich glaube, aus Wasserkraftwerken kann man das machen. Also kann man sich jedenfalls diesen 100% sehr stark nähern mit den Wasserturbinen. Warum ist man bei Wind so schlecht? Weil Wind uns im Gegensatz zum Wasser nicht den Gefallen tut, dass jedes Molekül, was angeflogen kommt, auch durch die Windanlage durchfließt und außerdem die Windmühlenflügel nicht die komplette Fläche überdecken können. Aber auch hier würde ich sagen, der Wirkungsgrad einer Windkraftanlage, der ist allenfalls interessant für Ingenieure, die die Performance dieser Rotoren verbessern wollen. Für die Außenwelt ist das bedeutungslos, weil die Außenwelt nur in einer Marktwirtschaft daran interessiert ist, wie viel kostet mich eine Kilowattstunde Windstrom? Und wenn diese Zahl klein ist, dann ist der Windstrom super. Und wenn die Zahl groß ist, dann ist der Windstrom selbst dann nicht gut, wenn der Wirkungsgrad zu seiner Erzeugung 98% beträgt. Okay. Wie gesagt, ich warne zum wiederholten Mal vor einer Betonung dieser Wirkungsgrade in einer zu starken Weise in der Öffentlichkeit. Das ist eine wichtige Größe für die Ingenieure. Sie ist für eine Marktwirtschaft bedeutungslos. Ja. Ja. Also wie gesagt, wir haben sozusagen die wirklich zwei Blickwinkel und ich kriege immer wieder mal Mails auch im Rahmen von meinen Zuschauern, die hier immer gerne kommentieren, was mich immer sehr freut, weil es oft sehr aufschlussreich, was man so alles übersieht, die sagen, ja, ich würde immer Dampfmaschinentechnologien propagieren, weil irgendwie zum Beispiel ein Kernkraftwerk ist ja auch nichts anderes wie eine Dampfmaschine. Aber das ist tatsächlich so, dieser Wirkungsgrad ist nicht die zentrale Größe. Die zentrale Größe ist, wie teuer kommt am Schluss die jeweilige Energieform raus. Und das hängt tatsächlich sehr erstaunlich unterschiedlich von unterschiedlichen Konzepten ab. Wir haben eine Frage noch jetzt bei Speichern. Da spielt jetzt also auch noch mit der Wirkungsgrad rein. Wir haben ja sehr viele, die sagen, das wird alles auf Wasserstoff umgestellt. Wir haben sozusagen den Wasserstoffspeicher. Wir nehmen also den Elektrolyseur,
Der zerlegt dieses Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff. Sauerstoff schickt man in die Atmosphäre, interessiert uns nicht. Also den Wasserstoff speichern wir. Und dann wollen wir diese Sauerstoff und Wasserstoff wieder zusammenbringen. Und da haben wir ja in der Kette keine so besonders tollen Wirkungsgrade. Ist das auch physikalisch thermodynamisch begründet oder ist es einfach der Fall, dass man da noch nicht genug geforscht hat? Die Wirkungsgrade eines Elektrolyseurs und die Wirkungsgrade einer Brennstoffzelle sind ebenso durch die Thermodynamik nach oben beschränkt, wie das bei einer Carnot-Maschine der Fall ist. Und diese Wirkungsgrade hängen nicht von den Temperaturen ab, sie hängen aber von den thermodynamischen Eigenschaften, von den molekularen Eigenschaften von H2O, Sauerstoff und Wasserstoff ab. Und wenn man diese drei Eigenschaften kennt und die sogenannten thermodynamischen Potenziale in Klammern für die Experten unter den Zuhörern, die freie Enthalpie, klein g, dann kann man aus diesen Zahlen, ähnlich wie unsere soeben zitierte Carnot-Formel, den Wirkungsgrad einer idealen Brennstoffzelle und den Wirkungsgrad einer idealen Elektrolyseanlage berechnen. Und bei diesen beiden Wirkungsgraden kommt leider heraus, dass eine Wirkungskette Strom zu Wasserstoff zu Strom leider einen ähnlich geringen Wirkungsgrad besitzt wie die heutigen Carnot-Batterien. Dieses Argument ist physikalisch fundiert, das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Ich würde aber für die praktische Anwendung in künftigen Energiesystemen auch hier eine andere Frage in den Mittelpunkt stellen. Wenn es uns perspektivisch gelingen würde, grünen Wasserstoff zu einem wettbewerbsfähigen Preis von, sagen wir mal, 1 Euro pro Kilogramm herzustellen, heute kostet er 6 bis 8 Euro pro Kilogramm, und eben Brennstoffzellen und Elektrolyseure deutlich preiswerter zu bauen als heute, sodass dann diese Kilowattstunde Strom aus Wasserstoff deutlich preiswerter ist, dann würde sich niemand dafür interessieren, wie groß der Wirkungsgrad bei dieser doppelten Wirkungskette ist. Und auch hier ist deshalb die entscheidende Frage, gelingt uns das, diese Preise runterzubekommen? Und da würde ich mich jetzt vor vorschnellen Prognosen etwas scheuen. Ich lasse mich überraschen, was die Ingenieure alles erfinden. Ich würde aber in jedem Fall bei jeder Speichertechnologie, ob das Wasserstoff ist, ob das Carnot-Batterien sind, ob das konventionelle Batterien, würde ich vorsichtig sein vor einer Hoffnung, leider, ich betone leider, dass die Kombination aus Wind und Sonne plus irgendeinem dieser Speicher uns am Ende grundlastfähigen Strom liefert, der preiswerter ist als die fossilen Energien. Ich arbeite von früh bis spät daran, dass sich das ändert. Ja. Ich kann nicht prognostizieren, ob und wann das mal passieren wird. Aber das Interessante ist, wir haben es jedenfalls noch nicht geschafft. Wir haben keine wirklich günstigen Lösungen. Weil ich meine, der Punkt ist, in der Technologieentwicklung ist es ja ganz normal, man fängt auf dem Blatt Papier an und sagt, wir haben da mal eine Idee, und dann beginnt man so ein Labormodell zu bauen und dann beginnt man das in technischen Maßstab zu bauen und dann beginnt man das in eine Anwendung zu setzen und irgendwann mal in die Serienproduktion. Das heißt, dann gibt es sogenannte Technologie-Levelness oder Technologie-Readiness-Levels, die NASA hat das, glaube ich, mal eingeführt. Und da müsste dann jede Komponente halt funktionieren, die muss man sozusagen kaufen können, die muss vorhanden sein. Jetzt haben wir hier bei uns in der Energiewende ja das Phänomen, wir haben eine Regierung, die hat gesagt, wir machen eine Energiewende, hat uns aber nicht sozusagen die gesamte Kette verkauft. Die hat gesagt, ja gut, Solarzellen, das ist schon recht billig, dann fangen wir damit mal an. Aber die gesamte Kette, also sozusagen die Speicherung, Kurzfristspeicherung oder Langfristspeicherung, das sind ja zwei verschiedene Themen, die sind überhaupt noch nicht technology ready. Also da haben wir was das gar nicht auf dem Markt in der Größenordnung und in der Stückzahl gibt. Ist das eine richtige Beobachtung? Es ist die richtige Beobachtung, dass das deutsche Energiesystem durch Regierungs- und Staatsbeschlüsse reguliert wird, nach meiner Einschätzung überreguliert. Und ich würde grundsätzlich dagegen plädieren, dass sich der Staat in den Energiemarkt einmischt. Ich bin da persönlich der Auffassung, dass ein Staat sich konzentrieren sollte auf seine Kernaufgaben. Dazu gehört die Landesverteidigung, dazu gehört die innere Sicherheit, dazu gehört die Schuldenfreiheit, dazu gehört möglicherweise das Bildungswesen. Ich bin aber nicht der Meinung, dass es ein Staat schaffen kann, ein Energiesystem
auf 30 Jahre im Voraus zu planen, zu designen und dann noch umzusetzen. Wir sind leider nicht mal in der Lage, in Stuttgart einen Bahnhof zu bauen und in Berlin einen Flughafen. Und deswegen sind meine Hoffnungen sehr begrenzt, ob ein Politiker, selbst wenn er es gut meint und das Beste für seine Nation will, er ist prinzipiell nicht in der Lage, ein so komplexes System wie das Energiesystem einer Industrienation zu planen, zu gestalten und zu lenken. Und deswegen plädiere ich eben für einen deutlichen Rückzug des Staates aus Energie- und Klimapolitik und eine deutlich stärkere Betonung marktwirtschaftlicher Mechanismen. Und dann wird der Markt entscheiden, ob eine Technologie Wasserstoff, Carbonbatterie oder Batterie in der Lage ist, ein Problem eben zu lösen oder nicht. Ja, wichtiger Aspekt. Also wir müssen schauen, dass sich der Markt, dass der Markt den günstigsten Weg sucht. Und wir haben ja nun die Idee, dass man Energiebedarf hat. Das wird ja nicht vom Staat verursacht. Das hat ja tatsächlich die Wirtschaft und der Privatmensch hat einen bestimmten Energiebedarf. Über dessen Größe man natürlich streiten kann, aber es gibt den Bedarf und dann gibt es eigentlich normalerweise einen Markt, der das entsprechend liefert. Jetzt ist es aber tatsächlich historisch so, wenn man uns die, ich bin da jetzt kein Experte, muss ich sagen, aber wenn man viele Länder anschaut in Europa, aber auch in den USA, ist ein Teil des Energiemarkts sehr stark staatlich gelenkt. Also spätestens bei den Stromnetzen kommt man zu dem Punkt, wo man sagen muss, Netz doppelt aufbauen ist sehr mühsam, also sollte man irgendwie schauen, dass man nur ein Eisenbahnnetz und nur ein Stromnetz hat. Ist das vielleicht ein Punkt, wo man jetzt mal unabhängig von der Erzeugungsmodulen, die da existieren, von den Speichermodulen, von dem Verbraucherverhalten, wo es einen staatlichen Eingriff bedarf, damit dieses Netz nicht vom Staat gebaut wird, oder wir machen das ja in Deutschland über eine sogenannte Regulierungsbehörde in Bonn, die alle möglichen Netze reguliert. Sollte man sowas regulieren in einer gewissen Weise? Ich bin der Meinung, dass der Staat an mindestens zwei Stellen regulatorisch im Energiesystem tätig sein muss. Das sind zum einen die Antimonopolgesetze und das sind zum anderen die Emissionsschutzgesetze. Ja. Das sind die beiden aus meiner Sicht Anforderungen, die weitgehend unverhandelbar sind. Der Staat muss zum einen sicherstellen, dass der Betreiber eines Energiesystems, Kraftwerk, seine Marktmacht gegenüber dem Kunden nicht ausnutzt, um ruinöse Preise zu verlangen. Monopol, Anti-Monopol-Regeln, gilt auch für andere Bereiche. Und zum anderen muss der Staat sicherstellen, dass der Betreiber eines Kraftwerks, ebenso wie der Betreiber einer Aluminiumhütte oder der Betreiber eines Stahlwerks aus seinem Schornstein, keine giftigen Abgase entlässt. Das sind die beiden Punkte, an denen ein staatlicher Eingriff unabdingbar ist. Darüber, wie weit der Staat sich sonst noch in puncto Energiepolitik beschäftigen und betätigen muss, gehen die Meinungen weit auseinander. Ich zähle mich hier zum liberalen und zum marktwirtschaftlichen Flügel. Ich bin der Meinung, dass der Einfluss des Staates auf das Energiesystem deutlich eingeschränkt gehört. Es ist politisch ebenso legitim zu fordern, dass der Staat sich stärker in die Energiepolitik hereinbegibt. Aber ich glaube, aus den Erfahrungen meines Lebens, dass eine Volkswirtschaft dann gut funktioniert, wenn der Staat keine übergroße Einflussmöglichkeit auf das Energiesystem hat, zumal eben ein Staat, der in anderen Infrastrukturbereichen, fahren Sie mal mit dem ICE von Stuttgart nach Berlin, da stellen wir ja leider fest, dass der Staat nicht in der Lage ist, die Infrastruktur der Deutschen Bahn auf ein ähnliches Niveau wie Frankreich zu bringen. Und solange das nicht der Fall ist, brauchen wir, glaube ich, nicht darüber zu diskutieren, ob es sinnvoll ist, dass ein Staat Festlegungen trifft, ob ich meine Energie mit Sonne, Wind, Kernenergie, Kohlekraft oder Wasserkraft erzeuge. Das ist nichts, was der Staat regulieren sollte. Jetzt haben wir den wichtigen Satz mit den Abgasen oder den Emissionen ganz allgemein. Wir haben im Prinzip ja zwei Kategorien von Emissionen. Wir haben die klassischen Emissionen, die dazu geführt haben, dass es wirklich sehr viele Giftstoffe emittiert werden, dass man eben auch bis hin zur Verdunkelung des Himmels, also blaue Himmel über der Ruhr war mal so ein Stichwort, dass man also versucht zu filtern.
Und das hat man sehr weitgehend gemacht. Wir haben also heute keine Schwefelsäure-Emissionen mehr, jedenfalls nicht mehr in Maß, was kritisch ist. Wir haben immer noch sehr hohe Quecksilber-Emissionen, muss man sagen. Das ist echt erschreckend hoch, wenn man es weiß. Erstaunlicherweise erlaubt. Also wir müssen unsere Glühbirnen immer wegwerfen oder entsorgen, aber die Kraftwerke dürfen das Quecksilber immer rauspusten. Aber bei dem Gas CO2, das da rauskommt aus dem Kamin, da haben wir eigentlich keine klare Lösung, wie wir das in den Griff kriegen. Also natürlich, die ganze Welt redet davon, wir müssen das CO2-Problem in den Griff kriegen. Wo geht man denn da am besten dann entlang? Geht man da entlang einer Verbotsliste, einer marktwirtschaftlichen Lösung, also über den Preis oder vielleicht irgendwas Drittes, verpressen im Untergrund? Oder wie könnte man das anpacken? Die ideale Lösung des CO2-Problems wäre, dass eine Weltregierung einen CO2-Preis festlegt und sich dann alle Menschen an diesen Preis halten. Es gibt leider keine Weltregierung, ob nun leider oder zum Glück sei dahingestellt. Es gibt folglich auch niemanden, der einen weltweit einheitlichen Preis für das CO2 festlegen kann. Und aus diesem Grund ist die Festlegung eines CO2-Preises aus meiner Sicht ebenso wie das technologiespezifische Verbot keine Lösung, um die CO2-Emissionen weltweit zu reduzieren. Die CO2-Emissionen werden weltweit mit Sicherheit nicht dadurch reduziert, dass eine Nation planwirtschaftliche Instrumente einsetzt, den Leuten das Autofahren verbieten oder die Verwendung von Heizungen. Ich glaube, dass diese Innovationen und diese niedrigeren CO2-Emissionen nur dann entstehen, wenn marktwirtschaftlich Entwicklungen entstehen zu neuen Energieformen, sei es Solar und Wind mit Speichern, sei es Kernenergie oder sei es CCS. Und dann kann man auf diesem Weg die CO2-Emissionen reduzieren. Ich plädiere aber auch dafür, nicht alleine die CO2-Reduktion in den Blick zu nehmen, sondern immer die beiden Instrumente CO2-Reduktion und die Anpassung an den Klimawandel gleichzeitig ins Visier zu nehmen und auch gegeneinander abzuwägen. Sie können zumindest in Deutschland einen großen Teil der Probleme des Klimawandels in den Griff kriegen, indem Sie sich an den Klimawandel anpassen. Wenn Sie im Sommer im Büro bei 33 Grad arbeiten, geht Ihre Arbeitsproduktivität rapide nach unten. Eine der effizientesten und sinnvollsten Maßnahmen wäre die flächendeckende Installation von Klimaanlagen in Bürogebäuden. Das ist in Baden-Württemberg leider nicht erlaubt. Und da können Sie schon erkennen, dass also viele Maßnahmen, also CO2-Reduktion und auch Anpassung an den Klimawandel, aus rein gesetzgeberischen Gründen gar nicht umgesetzt werden. Es gibt tatsächlich Gesetze, die... Es gibt ein Gesetz, welches die Installation von Klimaanlagen in Baden-Württemberg in Gebäuden des öffentlichen Dienstes nicht zulässt. Okay. Dabei erzeugt die Arbeit unter solchen Bedingungen wie in meinem Büro im Sommer einen deutlichen Abfall an Arbeitsproduktivität und die Schäden volkswirtschaftlich gehen in die Milliarden. Okay, das ist ja auch mal wirklich ein interessanter Punkt. Vor allem ist es, finde ich, auch deswegen heftig, weil diese Klimaanlagen, die ja da im Sommer laufen würden, tendenziell, wenn die Sonne scheint, weil dann ist es nämlich bei uns warm, die würden ja sogar im Wesentlichen durch diese Überschussproduktion von Solarenergie dann eigentlich ganz gut angetrieben. Absolut. Also das heißt, also hier hat man jetzt auch mal wieder ein Beispiel von einem Gesetz, das sich sozusagen komplett unökonomisch darstellt. Einmal, wir senken die Arbeitskraft ab und wir müssen dann noch unsere EEG-Vergütung zahlen, weil wir den Strom nicht verbrauchen können, weil wir ja keine Klimaanlagen erlaubt haben. Das ist wirklich ein sehr, sehr beeindruckendes Beispiel. Danke für das. Also, wie gesagt, das heißt also, wir haben, aber nochmal zum CO2-Problem. Wir haben also die Frage, wie kann ich den Markt dazu bringen, darauf zu verzichten? Also diese ideale Weltregierung gibt es natürlich nicht, aber es gibt ja zum Beispiel die Idee vom Professor Sinn, mit dem wir auch zwei Gespräche geführt haben, dass man so einen Klimaclub gründet. Das ist also, sagen wir, die großen Nationen, vielleicht China und USA, die mögen sich im Moment nicht so, aber das könnte ja auch mal was werden, wieder, dass die sich zusammentun mit Europa und sagen, also wir sind mal bereit, einen Preis, der vielleicht nicht hoch genug ist, aber immerhin mal anfangen, von, sage ich jetzt mal, $50 pro Tonne oder was da immer so gehandelt wird, einzuführen, und Länder, die da nicht mitmachen, die sollten dann eben einen Zoll draufkriegen oder was man da machen kann. Und wir haben halt so eine große Kraft, dass wir dann
Ausstrahlung haben und das eine Veränderung verursacht. Kann man sich so ein Klimaclub-Konzept, könntest du dich da anfreunden damit? Ich schätze Herrn Kollegen Hans-Werner Sinn außerordentlich und stimme in den meisten seiner Thesen zu, mit Ausnahme des Klimaclubs. Ich bin der Meinung, man kann nicht ernsthaft einen Klimaclub mit den entsprechenden Konsequenzen zur Einschränkung des Welthandels durch Zölle diskutieren und gleichzeitig den neu gewählten amerikanischen Präsidenten für seine protektionistischen Maßnahmen kritisieren. Du kannst das drehen und wenden, wie du das willst, Eduard. Sobald du einen Klimaclub einrichtest und sobald dieser Klimaclub andere CO2-Ziele hat als der Rest der Welt und sobald dieser Klimaclub in irgendeiner Weise, sei es durch einen netten Begriff wie Carbon Border Tax verbrämt, wie auch immer, sobald dieser Club eine Zollschranke einführt, betreibt er Protektionismus. Das kann man jetzt mit schönen Worten bemänteln, das kann man alles noch hübsch beschreiben. Ich persönlich bin ein Anhänger des freien Welthandels und ich bin nicht nur ein Anhänger des freien Welthandels, ich beziehe mich auch auf harte Fakten. Es gibt Untersuchungen, und zwar von einem Statistiker aus Dänemark, Björn Lomborg, der hat mal eine Rangfolge der Maßnahmen aufgestellt. Wenn ich einen Euro in irgendeine Maßnahme investieren, wie viel Wohlstand erzeuge ich dann auf der Welt? Diese Liste wird angeführt mit einer Maßnahme, die mit Abstand die größte Effizienz hat. Und das ist die Beseitigung von Handelsschranken, die Kooperation und der Freihandel. Mhm. Wenn du einen Euro investierst, und diese Maßnahmen betreibst, Subventionen abschaffen, Handel vereinfachen, Handelsschranken reduzieren, holst du laut Publikation von Herrn Lomborg aus einem Euro fast 2000 Euro Nutzeffekt heraus. Das ist die mit Abstand effizienteste Maßnahme zur Schaffung von Wohlstand. Und umgekehrt, wenn ich diesen Freihandel beschränke, ob nun durch Zölle, ob durch Subventionen oder durch Carbon Border Tax, dann schränke ich den weltweiten Wohlstand ein und ich schränke ihn insbesondere in den Ländern ein, die den am meisten brauchen. Das sind Länder wie Indien oder China, also Länder, die in den vergangenen 30 Jahren bereits erfolgreich viele Millionen Menschen aus der Armut in den Wohlstand transportiert haben. Diese Länder wären dann die Leidtragenden dieser protektionistischen Maßnahmen. Und deshalb bei aller Wertschätzung des Kollegen Hans-Werner Sinn und bei aller Zustimmung zu 99% seiner Thesen mit einem Klimaclub, in welcher Form auch immer, kann ich mich persönlich nicht anfreunden. Okay, das ist mal auch ein klares Statement. Wir haben ein anderes Phänomen. Wir haben jetzt, also wenn wir nochmal zu dieser Solarenergie jetzt aber aus einer anderen Perspektive zurückgehen, ist es ja den Chinesen gelungen, oder der chinesischen Industrie, muss man letztendlich sagen, weil das nämlich gar nicht vom Staat so stark gesteuert wurde. Das sind viele einzelne Unternehmen, die sich sehr, sehr effizient da vorangearbeitet haben, unglaublich preiswerte Solarzellen zu produzieren. Und unter preiswert verstehe ich eben halt viel Kilowatt für wenig Dollar oder Euros, die ich dann auf dem Dach oder auf Freiflächen oder wo auch immer installieren kann. Das hätte es vor 20 Jahren nicht gegeben. Und es gibt aktuell Studien, die auch untersuchen, wie stark hat man diesen Trend unterschätzt. Also das ist ja eine der, also wir haben ja immer diese internationale Energieagentur und die machen ja immer jedes Jahr so eine Publikation oder alle zwei Jahre, wie sich das so weiterentwickelt. Und sie haben also mit einer gnadenlosen Fehlerrate immer wieder den Preis von Solarenergie falsch eingeschätzt. Ist das auch ein Phänomen, dass man, vielleicht ist es Lobbyismus, vielleicht ist es falsche Verständnis der Entwicklungsmöglichkeiten, dass man nicht versteht, wie die Zukunft funktioniert, obwohl wir wissen, es gibt Lernkurven und Ähnliches. Lieber Eduard, ich bin Thermodynamiker. Es war mir leider nicht vergönnt, irgendein neues thermodynamisches Gesetz zu entdecken, weil die alle schon entdeckt sind. Was ich entdeckt habe, ist der erste Hauptsatz der Energiepolitik und der lautet, die Zukunft der Energie sieht anders aus, als wir sie uns vorstellen. Spaß beiseite. Meine Erfahrung lautet, alle Prognosen, die man macht, erweisen sich in der Regel als falsch. Mal liegt man im realen Leben drüber, mal liegt man in dem realen Leben drunter. Ich habe mich als 8-jähriger Schüler mal 3 Tage lang geängstigt, weil ich gelesen hatte, dass das Erdöl im Jahre 2000 zu Ende ist. Wie ich heute weiß, war das die Studie Grenzen des Wachstums vom Club of Rome.
Wie wir alle wissen, war das Erdöl im Jahr 2000 noch nicht zu Ende und es scheint auch heute noch nicht zu Ende sein. Umgekehrt gibt es möglicherweise Knappheiten, die wir heute noch nicht ahnen. Ich würde deshalb dringend davor warnen, politische Entscheidungen oder auch unternehmerische Entscheidungen auf irgendwelchen Excel-Tabellen oder Studien von Denkfabriken aufzubauen, die uns einreden wollen, sie wären in der Lage, die Ressourcen an Kupfer, Kobalt, Erdöl, Erdgas für die nächsten 50 Jahre zu berechnen. Ich denke auch hier, das muss der Markt zeigen, wie viele Lagerstätten werden erschlossen, welche Technologien werden entwickelt. Und dann wird sich die Zukunft einstellen und nach meinem Hauptsatz wird sie anders aussehen, als wir uns das vorstellen. Ja, das ist sicherlich schon mal eine sichere Basis, an der man diskutieren kann. Trotzdem will ich auf einen Effekt noch hinweisen. Also ich meine, was wir haben, ist auch ein empirisch, das ist ein empirisch ermittelte Sache. Das ist die sogenannte Lernkurve. Wenn ich irgendein Produkt 10-mal so häufig verkaufe, dann kann ich meistens den Preis auf die Hälfte reduzieren. Das, sagen wir mal, gilt seit Henry Ford oder wen man da als Ersten nehmen will. Wahrscheinlich auch im Buchdruck übrigens. Da hat man ja auch gesehen, dass wenn ich viele Bücher produziere, dass es dann billiger wird, das Wissen zu kommunizieren. Und es ist immer vor allem interessant, wenn ich mit großen Stückzahlen zu tun habe. Da kann ich diese ganzen erstaunlichen Skalierungseffekte anschauen. Und dieses Gesetz gilt für eine sehr große Gruppe von hochskalierenden Produkten. Ob das jetzt die Kühlschränke sind oder die Wärmepumpen oder was auch immer, wenn ich 10-mal so viel produziere, dann geht der Preis runter. Das sind viele Mikroeffekte, die da zusammenspielen. Auch das ist ein Thema, was man die Wissenschaft ernsthaft anschauen müsste. Mhm. Vielleicht sind Thermodynamiker die richtigen, weil die viele kleine Effekte zu einem großen Effekt aufsummieren können. Und da hat man halt bei der Solarenergie nicht gedacht, dass das genauso funktioniert. Also das ist also meine persönliche Interpretation. Wir haben halt einfach hingeschrieben, wir wollen ganz viel Solar bauen. Deutschland hat das ja auch finanziell mit einer unglaublichen Summe, 100 Milliarden oder noch mehr, gefördert. Und tatsächlich hat sich dann dieser Effekt eingestellt. Und jetzt haben wir aber wir haben so einen Kipppunkt erreicht. Wir sind sozusagen jetzt mit dem Preis der Solarenergie unter eine bestimmte Schwelle, die für viele Länder es attraktiv macht, zumindest tagsüber, nachts natürlich nicht, den Dieselgenerator abzuschalten, der da im Dorf steht, und dafür die Solarzelle zu benutzen. Und dadurch, wenn es so einen Kipppunkt erreicht ist, dann explodieren ja Märkte oft auch. Also man könnte sein, dass dadurch ein Prozess angestoßen wurde, der tatsächlich sehr viel schneller läuft. Also marktwirtschaftlich getrieben, weil ja die Zellen dann billiger sind oder diese Module. Wenn ich das schaffe, dann kann ich natürlich ganz viele klassische Verbrennungsmaschinen, das ist das Kohlekraftwerk oder das Gaskraftwerk oder der Dieselgenerator ist, abschalten und komme von meinem CO2-Problem weg. Kannst du das so vorstellen? Ich kann bestätigen, dass sich in unregulierten Märkten ganz von allein eine Transformation vollzieht. Ich bin mit meiner Frau gelegentlich in Namibia im Urlaub. Vor 20 Jahren wurden alle diese Lodges, die sich weit weg von großen Städten befinden, mit Dieselgeneratoren mit Strom versorgt. Namibia unterscheidet sich von Deutschland dadurch, dass dort de facto keine Energiepolitik existiert, weder ein erneuerbares Energiegesetz noch ein Staat, der einem vorschreibt, was man zum Heizen verwenden soll. Und das Interessante, Namibia hat hervorragende Solarbedingungen. Im Laufe der Zeit investieren alle diese Lodge-Besitzer in Photovoltaik und teilweise auch in Batterien. Mhm. Und sie setzen diese Photovoltaikanlagen sehr erfolgreich als sogenannte Fuel Saver ein. Genau, Fuel Saver. Sie verbrennen weniger Diesel, sie müssen nicht so häufig diesen Dieseltrakt bestellen. Mhm. Sie können tagsüber dann noch Klimaanlagen betreiben und sie können mit einer Batterie noch zusätzlich für die Nacht Strom erzeugen. Dieser Prozess vollzieht sich nach marktwirtschaftlichen Prinzipien in dem Laboratorium Namibia auf ganz hervorragende Art und Weise. Mir ist allerdings kein Lodge-Besitzer begegnet. Und eine Lodge ist wesentlich einfacher zu dekarbonisieren als ein Industriestandort, der die Dieselgeneratoren komplett abgeschafft hat. Weil eine hundertprozentige Versorgung mit erneuerbarer Energie selbst an einem paradiesischen Standort wie Namibia nicht bezahlbar ist. Das haben mir übereinstimmend alle diese Besitzer gesagt. Und insofern finde ich das völlig normal und ich finde es auch gut, wenn in einem marktwirtschaftlichen Prozess
die Preisdegression von Wind und Sonne dafür eingesetzt wird, diese erneuerbaren Energien als Fuelsaver einzusetzen, dann emittieren wir weniger CO2, weil wir weniger Kohle brauchen, wir brauchen weniger Gas, wir brauchen weniger Öl. Und dann vollzieht sich ein marktwirtschaftlicher Dekarbonisierungsprozess. Was ich allerdings kritisch sehe, ist, wenn der Staat durch eine Anordnung festlegt, dass die und die Energiequellen bis dahin abgeschaltet werden müssten und die Energiequellen bis dahin auf 100% hochgefahren. Ich kann mich an kein Schreibmaschinenverbot erinnern, ich kann mich an kein Telefonbuchverbot erinnern und auch mein Rechenschieber, den ich als Gymnasiast verwendet habe, ist nicht deshalb verschwunden, weil man ihn verboten hat, sondern weil der Taschenrechner oder heute das Handy die gleiche Leistung viel besser bringt. Und die Erfahrung aus der technischen Entwicklung zeigt, wenn ein Produkt durch Preisdegression so gut geworden ist, wie es eben sein muss, dann verdrängt es die anderen Produkte automatisch. Und die Solarzellen haben bereits erfolgreich in Namibia, in anderen Ländern der Erde, Teile der fossilen Infrastruktur verdrängt. Und ich bin optimistisch, dass das auch weiterhin passiert. Ich halte es aber für falsch, von oben herab diese Entwicklung zu dekretieren, festzulegen, mit planwirtschaftlichen Instrumenten einzufordern. Ich glaube, das wird sich ganz von selbst vollziehen. Ja, das Interessante ist ja, wenn man auf die Weltkarte guckt, und du hast gerade gesagt, Namibia hat viel Sonne und es gibt da eine ganze Menge mehr Staaten, dann ist es ja tatsächlich so, man sieht, es gibt Gegenden, in denen ich hohe Sonneneinstrahlung habe, und da spielt jetzt der Preiswirkungsgrad eine Rolle. Wenn ich dreimal so viel Sonnenschein habe, dann kostet natürlich mit dem gleichen Solarmodul diese Solarenergie nur ein Drittel. Und das ist natürlich schon ein Faktor. Ich meine, wir kämpfen ja oft um 10-20% irgendwas rauf und runter. Und durch die geeignete Solarinstallung, beziehungsweise auch bei Wind analog, wenn ich keinen Wind habe, also die Idee in bayerischen Ostbayern, wo kein Wind weht, Windkraftwerke zu bauen, ist auch für mich höchst skurrile Idee. Die Frage ist jetzt aber, wenn ich das weiß und ich sehe tatsächlich schon, dass der Markt jetzt in diesen Sonnengürtel anfängt, massiv die Solarenergie auszubauen in dieser Fuel-Safe-Funktion, dann kann ich natürlich auch sagen, macht es überhaupt Sinn, dass wir unser Geld in diese dreimal so teure Energie wie woanders stecken, um dann auch noch wirtschaftlich in Schwierigkeiten zu kommen? Und man kann dann die Vision entwickeln und sagen, dieser Markt wird sich von selbst tatsächlich von diesen Verbrennungsprozessen in vielen Regionen der Welt stark entfernen, und dann ist das CO2-Problem, sagen wir mal, sehr stark gemildert. Das wird dann nicht auf Null gehen, weil ich meine, die Sonne wird dann auch in Deutschland nicht so furchtbar viel scheinen im Winter. Und die Frage ist immer, wie weit müssen wir runter mit dieser CO2-Menge, die die Menschheit emittiert. Da gibt es ja inzwischen zwei so Richtungen. Die einen sagen, es muss komplett auf Null runter. Und die anderen sagen, also wir müssen halt schauen, dass so viel nur emittiert wird, wie absorbiert wird durch die Natur. Hast du dir da auch mal Gedanken gemacht? Ich habe zunächst mal zu dieser Differenzierung zwischen der namibischen und der deutschen Solaranlage einen Gedanken. Das ist tatsächlich eine wichtige Entscheidung. Ich glaube allerdings, dass der Staat der Letzte ist, der diese Entscheidung treffen sollte. Ich gebe dir mal ein anderes Beispiel. Es gibt seit einigen Jahren in Holland einen Professor Kema, dem es gelungen ist, holländische Bananen anzubauen. Daran, dass wir im Supermarkt nach wie vor Bananen aus Costa Rica und nicht von Professor Kema aus Holland kaufen, kann man zwei Dinge ablesen. Erstens, dass der Staat sich Gott sei Dank nicht in die Frage eingemischt hat, ob ich holländische Bananen von Professor Kema zum 10-fachen Preis kaufe oder Bananen aus Costa Rica. Und zweitens, dass die Frage, ob man eine preiswerte Banane aus Costa Rica oder eine teure Banane von dem genannten Professor kauft, keine Frage ist, die der Staat beantworten muss. Das ist eine Frage, die die Marktwirtschaft für uns bereits beantwortet hat, nämlich: Die holländische Banane, so schön sie auch ist, ist anscheinend preislich nicht konkurrenzfähig zu der aus Costa Rica. Und das erklärt, warum ich beim Einkaufen im Kaufland eben keine Bananen aus Holland von Professor Kema kaufe. Wenn ich das Gleiche übertrage auf die Solaranlagen, dann bin ich der Meinung, dass in einem marktwirtschaftlich organisierten Energiesystem kein Staat notwendig ist, um zu entscheiden, ob man in Baden-Württemberg eine Solaranlage und in Schleswig-Holstein eine Windkraftanlage baut, weil der Markt das
in der Relation zwischen Angebot und Nachfrage selber entscheidet. Und meine Antwort lautet also, dass diese Entscheidung tatsächlich schwierig und auch spannend ist, aber es ist keine Entscheidung, die der Staat und schon gar nicht Beamten in Ministerien für uns treffen sollten. Das wird der Markt machen. Zur Frage der CO2-Emissionen bin ich der Meinung, dass wir zwischen zwei Fragen abwägen sollten. Ich bin nicht der Meinung, dass die Menschheit in der Lage ist, eine eindeutige Antwort darauf zu geben, wie viel CO2 wir einsparen sollten, weil es auch niemanden gibt, der diese Einsparung umsetzen kann. Wir müssen uns vielmehr eine Frage stellen, wie viel kostet es, die CO2-Emissionen um einen bestimmten Anteil zu reduzieren und wie viel kostet es, sich an den Klimawandel anzupassen. Und wenn diese beiden Zahlen auf dem Tisch liegen, dann muss jede Nation für sich entscheiden, wie sie sich in diesem Spannungsfeld bewegt. Und ich plädiere ja durchaus dafür, dass man für die CO2-Reduktion gewisse Forschungs- und Entwicklungsprojekte macht, die auch staatlich finanziert sein können, dass man aber stärker als bisher in Deutschland investiert in die Anpassung an den Klimawandel. Nicht nur die Klimatisierung von Büros, da geht es auch um die Begrünung von Städten, da geht es um die Erhöhung von Deichen, da geht es um die Verstärkung von Infrastruktur gegen Hochwasser. Das Ahrtal-Hochwasser und kürzlich das spanische Hochwasser wird gern als Beleg für den Klimawandel verwendet. Das Hochwasser ist ein Beleg für politisches Versagen und mangelhafte Vorbereitung auf Naturkatastrophen. Und ich bin deshalb der Meinung, dass wir tatsächlich mehr investieren müssen in eine Härtung unserer Infrastruktur gegenüber allen möglichen Einflüssen, unter anderem auch den Einflüssen eines Klimawandels. Und insofern lautet meine Antwort, ich kann keine Antwort darauf geben, wie viel CO2-Reduktion wir machen müssen. Ich würde definitiv sagen, dass wir eine ausgewogene Mischung aus Investitionen in CO2-Reduktion und Anpassung an den Klimawandel brauchen. Und wir müssen stärker Anpassung an den Klimawandel ins Visier nehmen, als wir das bisher eben gemacht haben. Wir haben ja in Deutschland, und das ist jetzt natürlich genau der Punkt, der da angesprochen wird, natürlich in ungewöhnlicher Stärke Subventionen in die Erneuerbaren gesteckt. Also wir haben hier, also es kommt immer darauf an, welche Zahlen man liest, weil das ist gar nicht so leicht zu ermitteln anscheinend, oder zumindest wird so getan, im Bereich also einiger 100 Milliarden Geld ausgegeben, um bestimmte Anlagen, also im Wesentlichen Solaranlagen, Windkraftanlagen, aber auch Biogasanlagen, das wurde auch ganz erheblich subventioniert und noch ein paar andere. Diese Ressource, also diese Art, Geld sozusagen auszugeben durch den Staat, weil eine Subvention ist nichts anderes, wie der Staat gibt Geld aus, die würde man also dann erstmal komplett einstellen. Das, wenn ich es jetzt mal so verstehe. Und der zweite Block wäre, dass man sagt, all die Gesetze, die nun vorschreiben, wie, welche Heizung ich in meinen Keller rein tue, das muss ich dann selber entscheiden, wenn ich sehe, das eine ist für mich günstiger, das andere ist für mich günstiger. Das sollte man den Privaten überlassen. Ist das die Tendenz? Grundsätzlich ja. Ich verweise an dieser Stelle gern mal als kleinen Ausblick auf mein Buch, Der Energiegipfel, Erscheinung Februar 2025, mhm, 3 Tage vor der Bundestagswahl. Sehr gut gewählt. In dem Energiegipfel beschäftige ich mich mit folgender Frage. Mhm. Und daraus leitet sich die Antwort auf deine Frage ab. Was haben wir eigentlich in den letzten 70 Jahren energie- und klimapolitisch so alles gemacht? Wir haben einen Atomeinstieg betrieben mit vielen Milliarden Euro. Wir haben einen Atomausstieg betrieben, ebenfalls mit vielen Milliarden Euro. Die Älteren unter uns kennen noch den Kohlepfennig. Mhm. Der hat den Steuerzahler einen dreistelligen Milliardenbetrag gekostet. Wir kennen alle den Kohleausstieg, den habe ich auch analysiert. Dann gab es in den 70er Jahren die sogenannten Erdgasröhrengeschäfte zwischen Willy Brandt, Helmut Schmidt einerseits und dem sowjetischen Führer Leonid Iljitsch Brezhnev. Die haben einen bestimmten Einfluss auf unser Energiesystem gehabt. Dann gab es den Ausstieg aus den russischen Gaslieferungen, dann gab es das EEG und dann gab es die ganzen Verbote, Heizgesetz und Verbrennungsmotorenverbot. Und was ich gemacht habe, ich habe mir mal diese 8 Kapitel deutscher Energie- und Klimapolitik angeschaut
und habe mir die Frage gestellt, wie würden wir heute dastehen in Deutschland in puncto Versorgungssicherheit, in puncto Bezahlbarkeit und in puncto Umweltverträglichkeit, wenn wir in den vergangenen 70 Jahren weder Energie- noch Klimapolitik gemacht hätten. Das ist natürlich eine wirklich sehr interessante Frage. Die Frage, die ich jetzt darauf sehe, ist, Deutschland hat es ja offensichtlich nicht gemacht. Also wir haben sozusagen mehrmals tief eingegriffen in den Markt. Also Kohlepfennig ist für mich immer das heftigste Beispiel, weil man wollte eine bestimmte Industrie, die eigentlich einen relativ kleinen Einfluss hat, fördern, damit sie aus irgendwelchen Gründen überlebt. Also ich hatte mit der Verena Wendland in einem Interview den interessanten Punkt, dass die Kohle da fast mystische Qualitäten in bestimmten politischen Kreisen, ich sage da zum Beispiel mal der SPD hat, da wird eben dann, wenn der Kohleausstieg wieder stattfand, waren da alle präsent und man hat dann also das Steigerlied gesungen. In der Kernenergie hat man beim Ausstieg nie so ein Lied gesungen, das war irgendwie etwas anders durchgelaufen. Die armen Mitarbeiter in den Kraftwerken wurden nie gelobt für das, dass sie uns Millionen von Tonnen CO2 erspart haben, was man eigentlich hätte viel stärker loben müssen, weil die Kumpels haben es uns ja verursacht. Aber mal unabhängig von diesen Spitzen, die ich da jetzt genannt habe, die Frage ist, gibt es Länder, die, sagen wir mal, eine sehr zurückhaltende Energiepolitik machen? Weil das ist ja eigentlich immer das Interessante. Viele Länder haben ja starke Eingriffe in die Energiepolitik. Frankreich gilt als staatlich geförderte Kernenergieland. England hatte auch sehr spezielle Lösungen da gefunden, um einen Kohleausstieg da zu machen. Oder vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie tatsächlich das marktwirtschaftlich. Hast du da einen Einblick oder hast du da mal in andere Länder geguckt, die da etwas weniger staatlich organisiert Energiepolitik machen? Ich habe mir zahlreiche Länder angeschaut. Ich bringe aber den Gedanken von vorhin noch kurz zu Ende, ohne die Frage aufzulösen. Also die Bilanz von 70 Jahren deutscher Energie- und Klimapolitik ist der Spannungsbogen, den ich im heutigen Interview aufbaue und den sich dann die Zuschauer gern in meinem Buch anschauen können. Die Schlussfolgerung aus dem Ergebnis, was ich heute nicht verrate, lautet für dich ein wenig überraschend, dass ich für eine Abschaffung zahlreicher Subventionen plädiere, angefangen von der Komplettabschaffung des Erneuerbaren Energiegesetzes, über die Komplettabschaffung des Heizgesetzes, über die Abschaffung der Effizienzrichtlinien, die das Bauen verteuern, und die Abschaffung des Verbrennungsmotorenverbots. So, aber jetzt zurück zu den verschiedenen Ländern. Es gibt verschiedene Länder mit unterschiedlich starken Einflüssen des Staates auf die Energiepolitik. Man muss zunächst mal sagen, dass die meisten Länder, die über Kernenergie verfügen, diese Kernenergie auch aus anderen Gründen besitzen, nämlich weil sie Atomwaffen haben. Ich will das weder positiv noch negativ bewerten. Ich will nur so viel sagen, wenn eine Nation aus welchen Gründen auch immer einmal zu dem Schluss kommt, dass sie eine Bewaffnung mit Kernwaffen braucht, ohne dass ich das politisch bewerten möchte, dann ist die Nutzung der Kernenergie für die Energieversorgung recht naheliegend und dann kann sie auch durchaus effizient sein. Es gibt tatsächlich Länder, die ihre Energieversorgung weniger stark regulieren, als das in Deutschland der Fall ist. Ich glaube, die Schweiz ist ein solches Land. Es gibt auch andere Länder und mein bisheriger Eindruck, ohne diese unterschiedlichen Länder systematisch studiert zu haben, es war bereits hinreichend aufwendig, die deutsche Energiepolitik zu studieren, würde ich sagen, es gibt sicherlich eine Reihe von Beispielen für Länder, die deutlich weniger in Energietransformationen investiert haben und die trotzdem in keinem dieser drei Bereiche Versorgungssicherheit, Bezahlbarkeit und Umweltverträglichkeit schlechter dastehen als Deutschland, sodass wir also leider zu dem Schluss kommen, trotz der vielen Milliarden. Und ich ergänze an der Stelle vielleicht noch einen Gedanken. Die Parteien, die heute am lautesten den Kohleausstieg von 2038 auf 2030 vorziehen wollen, das sind teilweise die gleichen gewesen, die in den 70er Jahren am lautesten für den Kohlepfennig plädiert haben und deren Politiker mit rußverschmierten Gesichtern sich dann im Ruhrgebiet und im Saarland gern abgelichtet haben. Ich bin also gerade, wenn man diese Bilder sieht, einerseits diese Fotos von rußverschmierten Politikern, andererseits die gleichen Politiker, die den Kohleausstieg fordern,
Das bestärkt mein Plädoyer dafür, dass der Staat sich aus der Energiepolitik weitgehend zurückziehen sollte. Nun, um diesen Vorgang zu verstehen, warum ist denn dann der Staat so stark drinnen, muss man ja ein bisschen ins Land gucken, was wir für politische Strukturen, aber was wir auch von, wir sind ja in der Demokratie und in der Demokratie ist es ja, also zumindest erstmal offensichtlich der Mehrheitswille, dass man sehr stark alles organisiert, sehr stark regelt. Wir haben jetzt in Deutschland natürlich auch noch die Situation, wir hatten ja zwei Deutschlands, also es gab sozusagen ein 100% geregeltes Deutschland, das hieß DDR, und es gab eine Hälfte, die hat da ein bisschen weniger geregelt, die Bundesrepublik Deutschland oder BRD, wie das damals in der DDR hieß. Ich habe jetzt gelernt, dass man immer nur DDR oder BRD sagt, je nachdem, wo man da wohnte. Gut, aber sei es drum, also die Idee, dass man Bürokratie betreibt, das ist in Deutschland ausgeprägter wie in vielen anderen Ländern. Obwohl jetzt natürlich die USA auch den Bürokratieabbau machen will. Das hat mich jetzt fast überrascht, weil man es immer also nicht so im Fokus hat. Aber wir haben, Bürokratie ist ja hat ja die Funktion, eine Scheinsicherheit, ich sage es bewusst Scheinsicherheit, eine Sicherheit aufzubauen für die Bevölkerung, dass alles genau geregelt ist. Ist das vielleicht ein Phänomen, was hier in Deutschland stärker ist, dass die Leute einfach Angst haben, selbstständig was zu tun, was zu entscheiden, sondern sich wünschen, dass es da irgendwo eine Regelung gibt, die ihnen sagt, was sie da jetzt tun müssen an der Stelle? Ich halte es für ein stark ausgeprägtes deutsches Phänomen, an den Staat zu glauben, diese Obrigkeitshörigkeit, diese Staatsgläubigkeit, der Staat soll alles regulieren, er soll sichere Arbeitsplätze schaffen. Das Gegenbeispiel war der allseits bekannte und häufig zitierte Ludwig Erhard. Ludwig Erhard hat das deutsche Wirtschaftswunder geschaffen durch Schaffung von Randbedingungen. Mhm. Er hat Preiskontrollen abgeschafft, er hat unternehmerische Freiheit ermöglicht und die Erfolge des Wirtschaftswunders in der alten Bundesrepublik sind eben nicht dadurch entstanden, dass irgendwelche Politiker sich kluge Strategien für die wirtschaftliche Entwicklung ausgedacht haben, sondern sie sind deshalb entstanden, weil eben Ludwig Erhard den Mut gehabt hat, Regulative abzubauen, den Menschen und der Wirtschaft Freiheit zu geben. Und diese Freiheit war eben der Schlüssel für den wirtschaftlichen Erfolg. Umgekehrt bin ich der Meinung, dass der wirtschaftliche Misserfolg, den wir zurzeit erleben, ein Resultat einer Überregulierung ist, einer ausufernden Bürokratie des Staates inklusive der EU. Und je mehr diese Bürokratie Raum greift, desto geringer wird die unternehmerische Freiheit, desto geringer wird die Bereitschaft der Menschen, Leistung zu erbringen und desto geringer wird die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit. Deswegen mein ganz klares Plädoyer: Abschaffung von überflüssigen Gesetzen, Abschaffung von Subventionen, Abschaffung von Regularien, um die unternehmerischen und individuellen Freiheiten wieder zum Vorschein zu bringen. Und dann erleben wir ein zweites Wirtschaftswunder, aber eben nicht so, wie sich das viele Leute vorstellen, sondern durch die Befreiung von bürokratischer Gängelung. Und das würde ich mir wünschen für die Zukunft. Ja, das hört man oft. Wie gesagt, also ein schweres Argument ist, dass es eben tatsächlich diese Ängste gibt der Menschen, die anscheinend unterschiedlich ist. Wir hatten jetzt vor kurzem eben ein Interview mit dem Herrn Mario Herder aus Kalifornien, der gesagt hat, in Kalifornien ist die Idee, also natürlich USA, Freiheit und selbst das Glück in die Hand nehmen, das steht ja dort sogar in der Verfassung. Also die amerikanische Verfassung basiert auf der Idee, dass jeder sein Glück selbst in die Hand nimmt und nicht der Staat sich darum kümmert, dass man glücklich wird. Ist das sozusagen dann diese amerikanische Idee, dass man sagen, wir müssen den Leuten sagen, ihr könnt glücklich werden, ihr müsst euch aber selbst darum kümmern, wie ihr das werdet, weil ihr wisst am besten, was euch da gefällt. Ich stimme dieser These definitiv zu. Freie Menschen in freien Wirtschaften sind erfolgreicher, sie sind wohlhabender. Und es gibt kein besseres Beispiel als die Gegenüberstellung der DDR und der alten BRD oder auch die Gegenüberstellung von Südkorea und Nordkorea. Südkorea, ein prosperierender Industriestaat mit großartiger Freiheit und Wohlstand. Nordkorea, eine bettelarme Diktatur, keinerlei Freiheiten. Also überall in jedem Reallabor, in dem Sie diese beiden Systeme, Staatswirtschaft
Marktwirtschaften nebeneinander haben, stellen Sie immer wieder fest, unterm Strich ist die unternehmerische Freiheit, die individuelle Freiheit der Schlüssel für Wohlstand. Und je schneller die Deutschen das verstehen und je schneller die Deutschen sich von diesen bürokratischen Fesseln lösen, einschließlich dieser vier Gesetze und Regularien, die ich im Punkt der Energiepolitik gerade genannt habe, je schneller die Deutschen verstehen, dass Wohlstand bedeutet, sich von staatlicher Regulierung zu befreien, desto schneller werden wir das zweite Wirtschaftswunder erleben. Und umgekehrt, wer glaubt, dass der Staat weiß, wo es lang geht, der schaue sich eben die historischen Beispiele DDR und Nordkorea, meinetwegen Venezuela und Kuba noch an. Und da stellt man immer wieder fest, in diesen Staaten gibt es keinen Mangel an gut gemeinten Visionen. Aber je mehr sie die Freiheit der Menschen einschränken, desto tiefer begeben sie sich in den wirtschaftlichen Niedergang. Man muss jetzt, aber zumindest mache ich das jetzt mal provokativ noch ein Gegenbeispiel oder zumindest eine interessante Beobachtung rausstellen. Wir haben ja zwei sehr große Nationen auf der Welt, die zwei größten überhaupt, nämlich Indien und China. Und Indien ist zumindest verfassungsgemäß eine Demokratie und eine Marktwirtschaft. Und China ist, so wie ich das verstehe, eher eine Diktatur. Und zum Teil eine Marktwirtschaft, aber wir beobachten, dass China in der Struktur, in der es arbeitet, zumindest über die letzten 20 Jahre oder 30 Jahre, kommt darauf an, wie man da jetzt zählt, enorm prosperiert hat. Ist es tatsächlich durch eine geschickte Politik von den jeweiligen Führern da oder ist es eben eigentlich dann tatsächlich so, dass sie der Wirtschaft zumindest große Freiheiten eingeräumt haben. Den Menschen räumen sie ja nur begrenzt Freiheit ein. Jedenfalls dürfen sie nicht entscheiden, wer ihr Führer ist. Ich will zunächst mal darauf hinweisen, dass also bei aller Lob oder Kritik der indischen und chinesischen Systeme man eins nicht vergessen darf. Durch Globalisierung, Fleiß und unternehmerische Freiheit, ich betone unternehmerische Freiheit, ist es diesen beiden Ländern gelungen, laut Informationen der Weltbank, in den letzten 30 Jahren, ich glaube, 700 Millionen Menschen aus der Armut in ein menschenwürdiges Leben zu katapultieren. Ja. Das sollte man auf keinen Fall vergessen. Und die Wachstumsraten beider Länder liegen deutlich über der deutschen Wachstumsrate. Ich bin überhaupt kein Freund von Einparteiensystemen und ich will das chinesische politische System auch nicht kommentieren. Ich bin aber dienstlich über meine universitäre Tätigkeit regelmäßig in China. Und da kann ich nur empfehlen, daran zu denken, dass nichts auf dieser Welt schwarz-weiß ist. Es gibt in China ein politisches System, zu dem ich gerade etwas gesagt habe und was ich persönlich nicht als das erstrebenswerte politische System halte. Es gibt aber in China ein unternehmerisches System. Und ich kann Ihnen versichern, ich kenne viele Unternehmer aus China, unbenommen der eingeschränkten politischen Freiheiten genießen chinesische Unternehmer, gerade kleine und mittelständische Unternehmer, ein Maß an wirtschaftlicher Freiheit, von dem jeder Klein- und Mittelständler in Deutschland nur träumen kann. Und es gibt viele Wirtschaftswissenschaftler, die mir versichern, dass der wirtschaftliche Siegeszug Chinas in den letzten 30 Jahren, also seit Deng Xiaoping, die Wirtschaft liberalisiert hat, überhaupt nichts zu tun hat mit dem oder wenig zu tun hat mit dem politischen System. Und dass es auch nicht korrekt ist zu sagen, dass China eine Planwirtschaft ist, sondern dass der gigantische wirtschaftliche Erfolg von China, diese Wachstumsraten, im Wesentlichen darauf zurückzuführen sind, dass die chinesische Industrie einen Transformationsprozess von einer staatlich kontrollierten Planwirtschaft in eine Marktwirtschaft gefunden hat. Es gibt in China Staatsunternehmen und in diesen Staatsunternehmen gibt es sicherlich auch viel Dirigismus. Aber der Schlüssel dafür, dass China eben wirtschaftlich so erfolgreich war, liegt nach Aussage vieler Wirtschaftswissenschaftler eben unabhängig von politischen Randbedingungen in diesen wirtschaftlichen Freiheiten. Und deswegen würde ich halt einfach dafür plädieren, daran zu denken, die Welt ist nicht schwarz-weiß und politische Randbedingungen in China und wirtschaftliche Randbedingungen in China muss man deutlich unterscheiden. Und vor diesem Hintergrund warne ich halt davor, mit einfachen Antworten
auf diese multipolare Weltordnung einzugehen. Ja, das glaube ich, lassen wir jetzt mal so als Schlusssatz stehen. Also Freiheiten, multipolare Weltordnung. Wir werden sehen, wo sich die Welt weiterentwickelt. Und wir haben einige Erkenntnisse gewonnen, von der Thermodynamik bis in die Rahmenbedingungen, unter der Energie vielleicht auch mal wieder günstiger wird, wie unter den Bedingungen, unter denen wir sie jetzt im Moment bekommen. Vielen Dank, André Dess. Vielen Dank, Eduard. Ja. Das spannende Gespräch.